Guten Morgen! Dieses Video möchte ich eines der dümmsten Argumente, die man zu hören bekommt, wenn es um die gesundheitliche Unbedenklichkeit von einer veganen Ernährung geht, widmen. Ja, man kann durchaus sich vegan und vollwertig ernähren, aber da muss man sich echt wirklich informieren und sich ganz genau mit der Ernährung beschäftigen. Wer kennt dieses Statement nicht? Was zum Teufel, darum geht es doch im Endeffekt ganz genau, wenn man sich vegan ernährt. Wir leben doch nicht mehr im letzten Jahrhundert, wo vegane Ernährung nur eine Ernährungsform, eine Ernährungsform ist, die von der Tierliebe motiviert ist, sondern aufgrund der neuesten Forschung und Studien weiß man doch nun, dass die vegane Ernährung eben das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung darstellt. Wer sich informiert und sich maximal insbesondere von den beiden Haupttodesursachen in Deutschland, Herz-Kreislauf-Erkrankung und Krebs, schützen will, der ernährt sich eben vegan aufgrund der Information. Oder wer seinen Cholesterinspiegel senken will und seine Ernährung auf eine gesunde High-Carb-Ernährung umstellen will, der ernährt sich vegan. Wer das Maximum an Vitaminen und Nährstoffen und das Minimum an Giftstoffen in seinen Körper aufnehmen will, der ernährt sich vegan. Diese Aussage, dass man dann, nachdem man sich für vegan entschieden hat, dann sich ganz genau informieren muss, um quasi zu überleben, das ist die Offenbarung eines bemitleidenswerten Informationsmangels. Denn wenn man sich für eine vegane Ernährung entschieden hat, dann muss man sich viel, viel weniger informieren und aufpassen, als wenn man sich für eine Fleisch- und Milchprodukte basierende Ernährung entschieden hat. Nicht darum, alle Nährstoffe aufzunehmen, da ist durchaus möglich mit der B12-Problematik, aber generell, es geht ja nicht nur um das, es gibt ja nicht nur, dass wir alles aufnehmen, sondern dass wir auch zu viel Scheiße aufnehmen. Und wenn wir das alles sozusagen zusammenfassen, dann muss man sich bei einer veganen Ernährung weniger informieren. Wenn es nur darum geht, alles aufzunehmen, dann muss man sich bei einer Fleischernährung weniger informieren. Aber es geht ja um die Gesundheit. Und es wird ja kritisiert, dass man sich, wenn man sich gesund ernähren will, dass man sich dann informieren will. Und zu einer gesunden Ernährung zählt auch das dazu, dass man die Scheiße weniger aufnimmt. Ja? Also mit einer veganen Ernährung braucht man meiner Meinung nach wirklich nur noch die Empfehlung für frische, unverarbeitete Lebensmittel hinzuzufügen. Und dann hat man quasi, ja, da kann man eigentlich schon gar nichts falsch machen. Weil dann sind wir bei der besten und gesündesten Ernährungsform, die es auf diesem Planeten gibt. Und die ja, auch in keiner Studie in irgendeiner Weise ja, negativ angegriffen werden kann, nämlich die vegane Rohkost. Einfach weil ja, das ist noch so unpopulär, weil es ja so viel mit Verzicht und sowas verbunden ist. Und ich meine es nicht ironisch. Also vegane Rohkost ist natürlich mit Verzicht verbunden. Ich sag's bloß. Aber es ist einfach die gesündeste Form. Da hat man ganze Krankenhäuser nur auf die vegane Rohkost aufgebaut. Birscher Männer damals, ne? Und hat die Leute geheilt. Thomas Mann war, glaube ich, der bekannteste oder der berühmteste Patient dieser Klinik. Vegane Rohkost ist einfach wirklich ja, das Einfachste. Und dann braucht man sich gar nicht mehr groß informieren. Fast gar nicht. Ne? Aber wenn man Fleisch, Wurst und Käseprodukte in seiner Ernährung hat, dann kann man schon mal die Detox-Kuren oder die Belastungsgrenzen für den Organismus, die ständige Überwachung der Puffersysteme im Körper, den Säurespiegel, die Auflösung von Arteriosklerose, die Einnahme von Medikamenten und das Buchen von Operationen planen. Denn wer seinen Körper dauerhaft und intensiv mit den ganzen artfremden Lebensmitteln, die ihrerseits vollgepumpt mit Hormonen und Medikamenten sind, einnimmt, da darf sich doch nicht wundern, wenn er ständig sich um seine Gesundheit kümmern muss. Aber ein Veganer kann bei all den Obst und dem Gemüse einfach aus dem Vollen schöpfen. Da muss sich nicht groß informieren. Ne? Da kann einfach aus dem Vollen schöpfen. Er kann, wenn er Bock hat, 2 Kilo Orangen essen. Und das ist überhaupt kein Problem. Und da kann er genauso 2 Gurken essen oder Paprika. Das ist alles überhaupt kein Problem. Wer vegan lebt, der muss überhaupt nicht mehr in dem Maße aufpassen wie der Fleischesser. Der Fleischesser muss aufpassen. Die Mitte der Gesellschaft ernährt sich wirklich so dermaßen grausam, verarbeitete Produkte machen über 70% der Ernährung aus, fast die Hälfte der Makronährstoffe kommt aus Fett, ja, und das Bewusstsein für die Rohkost, das existiert quasi nicht. Und genau aus dieser Mitte der Gesellschaft kommt aber dann der Rat, wenn du Veganer bist, dann musst du dich ganz doll informieren. Wie wäre es denn, wenn der Ratgebende sich erst einmal informiert, bevor er so einen Blödsinn erzählt? Der Veganer hat ja, einfach die stabilere Basis und das sichere Fundament. Natürlich kann man auch
hatte ich euch gesagt, als Veganer einen Mangel an diversen Nährstoffen haben. Das ist vollkommen normal. Aber es ist einfach so pervers, dass der Ratschlag als Veganer, da musst du dich ganz genau über die Ernährung informieren, von einem Fleischesser kommt, der ja offensichtlich keine Ahnung hat, was er seinem Körper antut. Fleischkonsum, vor allem der von rotem Fleisch, ist auch ja, im wissenschaftlichen Konsens mittlerweile ganz klar geächtet. Da wirklich absolut klar gilt, umso mehr rotes Fleisch, umso höher die Gesamtsterblichkeit. Da gibt es überhaupt keine, das ist einfach so. Umso mehr rotes Fleisch, umso höher Gesamtsterblichkeit. Ne? Und entsprechend ja, leben die Fleischesser eben dann auch ungesünder. Wie bezahlt ist es dann eben von den Fleischessern diese Empfehlung zu bekommen, dass man ja, mehr auf seine Ernährung achten sollte? Es sollte einfach jeder Mensch auf seine Ernährung achten. Und wenn man neutral und objektiv an die derzeitige wissenschaftliche Lage rangeht, da wird man erkennen, dass es eine ganz, ganz klare Tendenz zum Veganismus gibt, trotz massiver Lobbyarbeit der Fleischindustrie. Ich selber bin der lebende Beweis dafür, wie ein überzeugter Fleischesser und Fleischliebhaber, ich betone das nochmal, einfach mal ja, just for fun die vegane Ernährung getestet hat. Hier oben in den Infogarten geht's los ab Tag 1. Ich habe jeden Tag ein Video gemacht und jeder konnte live meine Entwicklung verfolgen. Und wie ich am Anfang gewirkt habe, ich glaube, das seht ihr alle, ne? Das ist nicht der Veganer, das war der Fleischesser, der gesagt hat, ja, vegane Ernährung, ja, ich probier's mal und so weiter. Ne? Ich wollte eigentlich gar nicht vegan werden, so ungefähr. Ne? Ich probiere es einfach mal, weil ich total viel gern probiere. Ihr habt ja mittlerweile, könnt ihr ein Lied davon singen, was ich als für Blödsinn gemacht habe. Und damals war vegan irgendwo, ja, so moralisch und so, ja, aber es war irgendwie doch schön auch ein Blödsinn für mich. Und ja, ich habe es trotzdem gemacht und ich bin jetzt Veganer und ich bin sogar Roganer. Und entsprechend, ja, das kommt nicht von ungefähr, das ist nicht ein blindes Dogma, was ich irgendwo im Kopf habe. Ne? Ich mache ja auch alle halben Jahre oder alle Jahre Bluttests, also jetzt, ich habe am Anfang alle halben Jahre gemacht, jetzt werde ich einmal im Jahr machen, ja, Bluttests und ja, teste meine Gesundheit quasi auch anhand der Werte. Und dass ich quasi dieses Wohlbefinden, was ich spüre, dass das nicht irgendwie eingebildet ist. Und das bestätigen eben auch die Blutwerte. Mein Cholesterin ist von über 250 auf unter 150 gesunken. Mein Gewicht hat sich im Laufe der veganen Ernährung, und ich habe schon viel abgenommen, nochmal um 15 Kilo reduziert. Mein Blutrekord hat sich normalisiert. Und mein pH-Wert im Urin, da ist von einem nicht mehr darstellbaren, sauren Milieu in ein gesund basisches, hat sich geändert. Vegane Ernährung, insbesondere mit einem hohen Anteil an unverarbeiteten Obst und Gemüse, das ist ein Quell der Gesundheit und des Wohlbefindens. Deswegen bin ich ja auch noch hier dabei. Ich kenne auch keinen einzigen Menschen in meinem persönlichen Umfeld, der bei einer rohkostdominierenden, fettarmen veganen Ernährung nicht der Meinung ist, dass diese mit Abstand die gesündeste Ernährungsform darstellt. Klar, einige sagen, ja, sie hängen zu sehr an ihren Konditionierungen und können das nicht komplett durchhalten und versuchen einfach ja, den Anteil hochzuhalten. Oder sie sagen, ja, die Rohkost wäre zwar billig, aber wenn sie, sag ich mal, ein gewisses Bequemlichkeitslevel haben soll, dann ist sie vielleicht tendenziell ein bisschen teurer als die normale vegane Ernährung, weil man dann eben auf Kartoffeln und Nudeln und Brot eben ja, dann verzichten muss. So, und das gibt's auch, ne? Und wie gesagt, im letzten Monat bin ich oder jetzt auch in der nächsten Zeit bin ich vielleicht auch ein Beispiel dafür. Aber keiner hat gesagt, dass es diese Rohkosternährung, dass sie irgendwie schlecht auf sich fühlt oder dass es schlimm ist. Alle sagen, es ist die bessere, aber ich kann es vielleicht nicht durchhalten. Ne? Und daher gibt es ja auch diese irrwitzigen und lächerlichen Anti-Vegan-Bewegungen. Das ist doch wirklich einfach nur der Wunsch nach Bequemlichkeit und das ist ein Protektionismus seiner eigenen Konditionierung. Jede Talkrunde, jede Videodiskussion auf YouTube, alle Diskussionen, die man so miterlebt, das sind einfach so eindeutig. Wie auf der einen Seite wissenschaftlich argumentiert wird und auf der anderen Seite nur rumgeeiert wird, verallgemeinert wird, destruktiv versucht wird, den Begriff des Veganismus als Religion darzustellen und die Veganer als Fanatiker hingestellt werden, ohne auf die Fakten einzugehen oder die Fakten einfach zu lügen, sagen, nö, es ist nicht so oder so. Obwohl es eben mittlerweile immer mehr wissenschaftlich erwiesen wird, ist natürlich noch viel Luft nach oben, ne? Wo sich eben auch ja, so gewisse Räume bilden für Interpretation, wo man dann nicht gnadenlos reinstößt. Ne? Also auch zum Beispiel meine Studie, die ich oben mal erwähnt habe und die ich ausgewertet habe, dass Veganer die friedlicheren und objektiveren Menschen sind, die sich ja, sie selber viel weniger als elitär sehen und damit viel konstruktiver sind als die Fleischesser, die eben das, was sie den Veganern vorwerfen, Religion und ist elitär, die das selber eben sind und das bewiesen wurden durch die Studie. Ja? Also das ist einfach, wenn man da zuschaut, ich kann nun nicht mehr sagen als objektiver Betrachter, aber ich habe ja damals angefangen als Fleischesser und bin nun Veganer, ich kenne wirklich beide Seiten, da muss man einfach sagen, das ist irrwitzig, was in diesen Diskussionen von der Fleischseite abgeht.
Aber was haltet ihr davon, dass man ja als Veganer oder Vegan interessierter zu hören kommt, da müsst ihr aber mehr auf eure Gesundheit aufpassen als vom Fleischesser. Folgt ihr meinen Gedanken? Findet ihr das auch so abstrus? Oder habt ihr Ergänzungen oder Erfahrungen zum Besten zu geben? Habe ich irgendwas nicht bedacht? Schieß los. Ich kann mich jedenfalls bei diesem Sätzlein aus dem Munde eines Fleischessers wirklich mittlerweile wirklich nur noch köstlich amüsieren und weiß auch nicht, ob ich jedes Mal die Kraft finde und den Wunsch habe, den Fleischesser dann auf diesen Zusammenhang aufmerksam zu machen, sondern sagt dann einfach, das stimmt. Macht's gut, in diesem Sinne, Euer Christian.